Leute, die Fahrradsaison steht vor der Tür und auch die Rollersaison und was weiß ich, was für alles für Saisons vor der Tür stehen. Und da geht es natürlich wieder um das Thema, was mache ich, wenn irgendwelche Reifen platt sind. Dazu gibt es Akkuluftpumpen. Heute zeige ich euch das neue Sortiment von Woowind und gleich nach dem Intro geht's damit los. Ja, Akkuluftpumpen sind ja wirklich sehr, sehr im Kommen beim deutschen Heimwerker oder Sportler vor allen Dingen auch. Es gibt mittlerweile unzählige Marken, womit man sich nicht unbedingt dann zurechtfinden kann. Heute präsentiere ich euch wieder eine neue Marke, die sich Woowind nennt und wir haben hier drei aktuelle Modelle aus der neuen Luftpumpenserie dieses Herstellers. Wir haben zum einen hier einmal die LP1, welche dadurch besticht, dass sie mit 10,3 Bar arbeitet. Also bis zu 10,3 Bar dann aufpumpen kann. Sie hat eine LED-Leuchte vorne mit dran und hat einen sehr, sehr großen Akku verbaut oder zwei Akkus verbaut, die dann jeweils also 2x2 Amperestunden aufweisen. Dann haben wir hier die DP3 Cube, nennt die sich. Die ist ein bisschen größer von der Bauform, kommt dafür aber hier mit so einem Hardcase gleich mit dabei und die könnt ihr dann zum Beispiel ins Auto legen. Auch diese arbeitet mit 10,3 Bar, hat allerdings keine Taschenlampenfunktion, aber dafür bläst sie einen Autoreifen von 0 auf 2 Bar innerhalb von 90 Sekunden auf und das werden wir dann auch mal ausprobieren. Und sie hat auch einen Deflationsmodus, das heißt, ihr könnt hier auch ganz bequem dann Druck ablassen, was wir dann auch gleich mal ausprobieren werden. Und zu guter Letzt haben wir hier die BP188, die besonders durch die Leichtigkeit besticht. Sie ist nämlich aus einer Aluminiumschale hier gefertigt, leistet dafür nur 8 Bar, aber ist dann eben speziell auf Fahrradmitnahme dann geeignet. Einmal von der kleinen Bauform her und zum anderen vom Gewicht her. Die kriegt ihr dann in jeden Rucksack mit rein und beim Fahrrad kommt ihr auf jeden Fall mit 8 Bar dann auch aus. Ich würde sagen, wir fangen mit der LP1 an, dann packen wir die mal aus und gucken uns die mal etwas genauer an. So kommt die LP1 dann zu euch. Wir haben eine Bedienungsanleitung mit dabei. Wir haben eine kleine Tasche mit dabei, damit die dann ein bisschen geschützt ist. Einiges an Adaptern ist hier mit dabei. Unter anderem dann logischerweise einmal für Autoventile. Der ist hier drin. Der Schlauch sieht so aus. Der ist dann gleich immer an der Pumpe mit dabei. Dann haben wir Ballfüllnadeln mit dabei. Eine zumindest ist mit dabei. Dann haben wir hier was für Luftmatratzen mit dabei und für Fahrradventile. Wenn euch das nicht hinreicht, unten findet ihr neben den ganzen Produkten dann auch noch ein Adapter-Set. Also guckt da unbedingt mal rein. Dort könnt ihr euch dann zu den einzelnen Pumpen auch den tagesaktuellen Preis abrufen. Wenn ich noch Codes vom Hersteller bekomme, findet ihr die auch unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir noch ein USB-Kabel mit dabei und ihr könnt die Pumpe dann ganz normal mit einem Handy-Netzteil dann auch laden. Wenn ihr das nicht verwenden wollt, auch Netzteile habe ich unten verlinkt, könnt ihr euch dann gleich mit dazu bestellen. Liegt jetzt nicht am Hersteller, der dann Geld sparen will oder irgendetwas, sondern das liegt an der EU, die sagen, bei den neuen Geräten darf nicht jedes Mal ein neues Netzteil mit dabei liegen. Die Leute haben genügend Netzteile zu Hause und deswegen sind da keine Netzteile mehr mit dabei. Dann haben wir hier das Gerät als solches. Sieht erstmal so ein bisschen wie so ein kleiner Lautsprecher, würde ich fast sagen, aus. Oben können wir dann hier den Schlauch rausnehmen und den hier anschließen. Grundsätzlich funktionieren die Pumpen alle gleich. Das heißt, ihr stellt einen Druck vorher ein über das Display. Machen wir das Ganze mal an. Nur ein bisschen länger halten. Das hat so eine Einschaltsicherung noch mit dabei. Grundsätzlich stellt ihr dann, wie gesagt, hier einen Druck ein, den ihr dann haben wollt. Zum Beispiel 3,2 Bar. Und dann schließt ihr das Ganze an den Reifen an. Und dann zeigt er hier oben dann gleich den aktuellen Druck, der im Reifen vorherrscht. Ihr drückt dann einmal auf Power und dann wird der Kompressor gleich anfangen, das Ganze zu füllen, den Reifen aufzufüllen. Und wenn dann dieser Druck erreicht ist von 3,2 Bar, dann hört er automatisch auf zu laufen. Ihr habt jedes Mal die Möglichkeit, das Ganze auch zu unterbrechen. Das heißt, nochmal die Power-Taste drücken und dann würde das Gerät auch sofort aufhören mit dem Füllen. Und das ist, wie gesagt, bei allen Akkukompressoren grundsätzlich erstmal gleich. Mit der Plus-Minus-Taste verstellt ihr hier dann, wie gesagt, den Druck. Ihr habt hier die U-Taste, damit könnt ihr oben die Einheiten wechseln, PSI zum Beispiel oder Bar. Ich denke, in unseren Gefilden wird es sich hauptsächlich auf Bar auswirken. Und hier unten habt ihr noch eine Memory-Funktion, das heißt hier die M-Taste. Damit könnt ihr schon Drücke voreinstellen, zum Beispiel fürs Auto. Wenn ihr euch das nicht merken wollt, könnt ihr zum Beispiel hier sagen, ich möchte 2,3 Bar haben. Dann drückt ihr hier auf M und dann wird das Ganze abgespeichert. Und dann habt ihr hier Fahrrad und Roller und Ball. Zum Beispiel könnt ihr auch noch Drücke vorwählen.
die dann gleich, wie gesagt, da sind, wenn ihr da die Taste drückt, ohne dass ihr das dann nochmal kompliziert verstellen müsst. Und dann zu guter Letzt habt ihr hier noch eine Batterieanzeige und dann kann es hierbei auch schon losgehen mit dem Aufpumpen. So, dann probieren wir das jetzt hier mal mit einem Ball aus. Ich habe jetzt hier die Ballfüllnadel eingeführt. Der Ball ist recht schlaff, denke ich mal. Und ich habe jetzt auf 0,5 Bar gestellt. Und dann fangen wir hier mal an mit dem Druck. Und ihr seht, wie schnell das funktioniert. So, und ihr seht, der schaltet jetzt ab. Es ist jetzt zwar ein bisschen mehr erreicht worden, aber das ist halt nicht so genau mit diesen Ballfüllnadeln, weil dann an den Seiten hier auch vielleicht noch Luft entweicht etc. Aber grundsätzlich ist der Ball jetzt wirklich prall aufgefüllt und das hat also hier hervorragend funktioniert. Und wenn ihr dann ein bisschen mit dem Gerät gearbeitet habt, dann wisst ihr auch, was ihr einstellen müsst und dann könnt ihr das, wie gesagt, mit diesem Gerät auch auffüllen. So, dann gucken wir uns als nächstes das DP3-Modell an, was auch als Cube bezeichnet wird aufgrund der Bauform. Das ist ja, wie gesagt, hier in so einem Case enthalten. Das ist natürlich eine schöne Sache, gerade auch wenn ihr sowas verschenken wollt vielleicht. Hier haben wir sogar einen Autoladeadapter mit dabei und das bietet sich natürlich an, dann so etwas im Fahrzeug zu haben, falls ihr irgendwie mal eine Panne habt, einen Platten habt oder ähnliches und den Reifen nachfüllen wollt. Das Gerät sieht dann so aus. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Hier, wie gesagt, das Kfz-Ladekabel. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem normalen Handy-Ladekabel dann auch aufladen. Hier oben ist sicherlich dann auch noch mal etwas dabei. Jawohl, hier ist noch mal das gleiche Set mit dabei an Adaptern, Ballfüllnadel etc. und auch hier ein USB-Kabel und dann natürlich auch eine Bedienungsanleitung ist mit dabei. So, und dann haben wir hier natürlich auch den Schlauch. Der ist sogar ein bisschen länger hier dieses Mal. Den können wir hier gleich einmal oben drauf bringen. Auch hier wird das Ganze so angezeigt. Und ich sehe gerade, auch hier ist tatsächlich auch eine Lampe mit in Funktion. Machen wir das Ganze mal an. Auch hier ist die Einschaltsicherung mit dabei. So, und wenn wir hier drauf drücken, haben wir trotzdem eine LED. Also das steht so nicht in der Bedienungsanleitung bzw. nicht auf der Produktseite. Aber schaut mal, hier ist auch noch eine LED mit dabei. Aber das Ganze seht ihr schon, ist grundsätzlich jetzt erstmal ein bisschen größer. Ist natürlich dann dadurch auch etwas schneller. Und dann haben wir den Schlauch hier einmal drauf. Und dann können wir hier schon mal sehen, was das Display uns anzeigt. Wir sind jetzt hier im Fahrradmodus. Und auch hier habt ihr dann die Möglichkeit, so ein Preset zu wählen. Das heißt, ihr könnt hier Fahrrad, Ball etc., Motorrad und Auto zum Beispiel vorwählen und dann die Drücke entsprechend abspeichern. Ihr habt dann einmal die Minustaste, einmal die Plustaste, womit es dann möglich ist, den Druck entsprechend anzupassen. Und auf der Lampentaste ist dann nochmal die Möglichkeit gegeben, hier die Einheiten auch zu wählen. Auch hier ist es natürlich am sinnvollsten, in Bar zu arbeiten. Und oben habt ihr nochmal eine Batterieanzeige. Also auch sehr, sehr leicht zu bedienen. Und wenn ihr den irgendwie so neben den Reifen legt, dann ist das natürlich auch recht sicher, dass euch der nicht aus der Hand flutscht. Und an der Seite haben wir hier nochmal einen Ablassknopf, den haben die anderen nämlich nicht. Und damit könnten wir zum Beispiel auch einen Reifen wieder ablassen oder theoretisch sogar eine Luftmatratze leer machen oder so ein Gummigetier oder sowas. Wenn ihr das dann an den Schlauch angeschlossen habt, drückt ihr hier einfach drauf. Und dann wird die Luft eben abgelassen, weil dann eben vorne dieser Schlauch adaptiert ist. Und bei manchen Sachen ist es eben notwendig, dass irgendetwas adaptiert ist, damit das Ventil eben die Luft auch wieder freigibt. So, dann habe ich jetzt hier meinen Motorradreifen angeschlossen und wir werden den jetzt mal auf 2 Bar aufpumpen und wir gucken mal, wie lange das Ganze dauert.
So, 2 bar ist erreicht. So, und ihr seht, der Reifen, der ist jetzt hier nicht so ganz dicht. Der verliert schon wieder ein bisschen an Luft. Aber er zeigt jetzt immer den aktuellen Druck auch an. Das ist bei allen Reifen so, außer bei Fahrradreifen. Bei Fahrradventilen ist es so, dass so eine kleine Kugel davor, vor den Ventilen, und die verhindert natürlich, dass irgendwie Luft entweicht. Das heißt, das Gerät kann dann nicht messen. Die anderen Geräte können dann auch nicht messen. Erst wenn ihr pumpt, wird der aktuelle Druck im Reifen angezeigt. Das ist aber bei allen Akkukompressoren der gleiche Fall. So, und dann gucken wir uns die BP 188 an. Auch da gucken wir mal rein, was da alles enthalten ist. Wie gesagt, auch Bedienungsanleitung ist mit dabei. Dann hier das sehr, sehr leichte Aluminiumgehäuse. Ist wirklich sehr, sehr leicht, das Ganze. Und hat auch so eine ganz schmale Bauform, dass ihr das dann wirklich in der Tasche dann auch hinterlegen könnt. Und dann haben wir hier noch mit dabei einmal auch den Schlauch. Da ist leider keine Funktion, den irgendwie hier mit am Gerät zu lassen. Den müsst ihr also extra mitnehmen, beziehungsweise das Ganze dann hier in diesen Beutel auch tun, der dann natürlich auch mit dabei ist. Und auch hier ist das gleiche Adapter-Set mit dabei, sodass ihr dann auch hier dann eure Reifen damit prima auffüllen könnt. Dann gucken wir uns hier nochmal die Optik an, wie das hier aussieht. Grundsätzlich funktionieren die ja sicherlich alle gleich. Und auch hier seht ihr Batterieanzeige, so wie bei den anderen Geräten eben auch. Druckanzeige mit dabei. Hier oben dann die verschiedenen Einheiten, dann auch die verschiedenen Vorwahlen etc., die ihr dann treffen könnt. Und die Bedienung ist hier also wirklich absolut gleich. Auch hier haben wir tatsächlich eine LED mit dabei. Ich mache die mal an. Auch die ist schön recht hell. Und dann müsst ihr euch nur noch entscheiden, welches Modell für euch am besten in Frage kommt. Probieren wir das mal an einem Fahrrad aus. So, das ist jetzt mein Versuchsaufbau. Was ich euch echt empfehlen kann, ist, wenn ihr normale Fahrradventile habt und keine Autoventile am Fahrrad, kauft euch so einen kleinen Adapter. Die sind nicht teuer, kann ich euch auch mal verlinken, und dann könnt ihr ein normales Fahrradventil zu einem Autoventil umformieren. Allerdings mit der Einschränkung, dass der aktuelle Druck dann nicht angezeigt wird. Ich habe jetzt einmal schon mal auf Betrieb gedrückt. Das heißt, jetzt wird der Druck hier angezeigt, auch wenn er jetzt hier tatsächlich auch schon so ein bisschen runtergeht. Und ich pumpe diesen Reifen jetzt hier mal auf 3,5 bar auf. So, jetzt ist der Akku ausgesetzt, das Gerät war also nicht aufgeladen, die anderen waren jetzt aufgeladen. Aber ihr habt auch gesehen, das Ganze dauert hier jetzt deutlich länger. Sind wir jetzt mal mit 3,3 bar zufrieden, ansonsten würde der natürlich dann auch genau dann ausschalten, wenn das Ganze erreicht ist. Das habt ihr bei den anderen Kompressoren auch gesehen. So, jetzt habt ihr Geräte im Einsatz gesehen. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr davon eins braucht und welches ihr davon braucht. Die verschiedenen Bauformen sprechen dann für sich. Und ihr habt auch gesehen, in der Geschwindigkeit sind die natürlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was ihr damit machen möchtet. Aber ihr könnt natürlich alle gezeigten Sachen dann mit jedem Kompressor oder jeder Mini-Luftpumpe dann auch erledigen. Das heißt, ihr könnt auch mit dem Fahrrad auffüllen, mit dem Fahrrad auffüllen und mit dem Fahrradventile auffüllen. Und natürlich auch mit allen dann einen Ball zum Beispiel aufpumpen oder natürlich auch ein Autoventil. Schaut es euch mal an, es ist alles für euch unten verlinkt, und gebt mal einen Kommentar ab, ob das für euch was ist oder ob ihr vielleicht sogar eins von diesen Geräten schon daheim habt und davon sprechen könnt, ob das für euch eine Bereicherung war oder nicht. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, sonst ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesmal wieder zuschaltet, und sage bis dahin.